So, halli, hallo, damit recht herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Omsi 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Liestal Version 2 und da darf ich heute mein kleines Preview machen, also eine kleine Vorschau, was denn da gerade so in Entwicklung ist, wie denn so der aktuelle Stand von der Karte ist. Genau, habe ich ja auch vor einer guten Weile schon mal gemacht und heute dürfen wir uns die bisher längste Linie anschauen, und zwar ist das die Linie 5. Die kommt neu dazu, die hat größtenteils einen eigenen Linienweg, also weil ich das gesehen habe, größtenteils keinen Linienweg. Ich glaube, dass genau das hier, das wir hier schon mal waren, hätte ich natürlich eruieren können, aber das kommt mir sehr bekannt vor. Also hier standen wir schon mal und wir fahren dann eben, denke ich mal, recht schnell neu ab. Und fahren wir eben auf der neuen Linie. Wir haben noch keinen Fahrplan, weil das alles noch nicht fertig ist. Also alles Work in Progress. Keine Fahrplan, aber wir haben nächste Hofdatei. Genau, das heißt, wir können da schon mal ein bisschen Routen und Ansagen durchschalten. Dann werden wir einfach mal gucken. Ich werde ein bisschen erzählen, was es so für neue Linien gibt. Jo, hier wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Und genau, bliblablub. Wir fahren heute MAN A21, also Solobus, aber vielleicht habe ich angefangen, Quatsch, die Linie geht eh lang. Also wie gesagt, die längste Linie hier im Netz bisher mit einer Fahrzeit von geschätzt, was sagt die E-Mail, ich habe die nehmen hier offen, 54 Minuten. Also sehr stattliche Zeit, das sieht jetzt mal ohne Fahrplan nicht so schlimm. Ah gut, der fährt schon, nur ein bisschen wenig Druckluft, ah das ist egal, das passt. Ein bisschen laut der Gute, gell, lass mal zu hier das Fenster. Ja, so ist vielleicht ein bisschen anständiger, also. Oh, das mit dem Ding und mit dem Spiegel ist aber interessant. Also das ist ein Map-eigenes Repaint, das kann ich mal ganz kurz zeigen. Map-eigenes Repaint mit Werbung von Marktkauf und genau, das heißt, wir haben da auch diese Einstiegdinger. Wenn die da so weit oben sind, dann mache ich mir aber den Spiegel mal ein bisschen nach unten. Spiegel, lange Außenspiegel, ne, dann kann man das ein bisschen besser sehen. So, heißt das Ganze hier, das Repaint wurde auch der Map so angepasst, wie denn die Busse hier auf der Map fahren sollen. Und wir fahren hier eben einen Bus der Liestaler Verkehrsbetriebe, der LVB, die die Linien betreibt, die jo, ein- und zweistellig sind. Ihr wartet alle, gell? Das finde ich gut. Also die alle ein- und zweistelligen Linien betreibt, sei es jetzt hier die 5, die neu ist, sei es die 10, die jetzt neu ist. Oder auch eben zum Beispiel hier die 8, die es ja schon gibt, denke ich mal. Also die steht jetzt ja nicht unter neuen Linien. Ich glaube, das kommt mir auch bereichsweise etwas bekannt vor. Das heißt, die 8 hat es schon gegeben und die wird eben auch von der Liestaler Verkehrsbetrieben betrieben. Macht Sinn. Und dann haben wir noch die Linien, die einen eine andere Nummerierung aufweisen. Was in dem Fall wäre die, ja genau, also die Linie mit der mit dem 6 vorne dran. Also alle dreistelligen Liniennummern, die fangen meistens mit einer 6 an. 660, das war jetzt viel zu spät gelenkt. Das war jetzt viel zu spät gelenkt. Ja, das war mein Fehler, das habe ich gemerkt. Du hättest zwar nicht fahren brauchen, aber es war trotzdem mein Fehler. Ich habe es ja eingesehen, ich hätte viel früher lenken müssen. Gut, ist so, wenn du es nebenher auf die Linie über sich guckst, dann ist halt vorbei, ne? Da kannst du nichts machen. Also genau, die ganzen 600 Linien werden betrieben von einem Privatunternehmen, das sich nennt Preisser und Schmidt. Genau, dann haben wir noch Metrobus und Nachtlinien, die auch größtenteils eben von diesem Verkehrsunternehmen betrieben werden. Wir hätten es da einen kleinen Abzweig, wie gesagt, aber das können wir uns ersparen. Über das Rathaus, also das ist, denke ich mal, Bereich, der schon aus der vorherigen Version ist, den wir schon gesehen haben. Ja, wie gesagt, ich kenne mich jetzt hier nicht so grandios aus, aber das dürfte schon irgendwie passen. Ja, genau, altes Rathaus. So, ein paar andere Linien, Nachtlinien haben wir, werden dazukommen und genau. Also wie schon erwähnt, wir fahren jetzt hier die längste Linie. Da funktioniert das meiste schon, auch mit dem KI-Verkehr und so. Allerdings haben wir, wie gesagt, noch keinen Fahrplan, sodass wir eben keine Fahrgäste mitnehmen können. Dann wahrscheinlich nicht auf die exorbitante Fahrzeit von 54 Minuten kommen werden. Was aber, denke ich, nicht so verkehrt ist. So sehen wir zumindest ein bisschen was von der Linie und kommen dann ein bisschen im Express-Modus durch. Gut, Zugangsexpress-Modus brauche ich jetzt auch nicht haben, aber oh, ist nur rüber, gell? Ja, das passt aber. Wir werden auch einige Überlandabschnitte fahren, da war ein Unfall. Wir werden einige Überlandabschnitte fahren. Die sind 30, so.
Genauso fährt ein bisschen ins Überland. Allerdings werden wir in einem weiteren Video wahrscheinlich nicht sofort anschließen, sondern vielleicht mit ein, zwei Folgen Pause zwischendrin werden wir uns noch die Linie 660 anschauen, die eben von dem anderen Unternehmer betrieben wird. Ihr habt alle Vorfahrt, gell? Ist ja schön für euch. Komme ich da jetzt durch, dass der nicht mehr reinfährt? Das finde ich gut. Die also eben von diesem Subunternehmer betrieben wird. Und da haben wir dann auch ein passendes Repaint dazu. So sieht das nämlich aus. Also das ist so ungefähr das Konzept. Ich denke mal, die meisten Infos findet ihr auch, wenn ihr mal im Showroom, im Forum vorbeischaut. Vielleicht verlinke ich ihn auch mal, wenn ich Lust und Laune habe. Also wahrscheinlich schon. Genau, also so viel jetzt eben zur Karte. Und ab hier ist jetzt halt wirklich auch schon alles neuer Bereich, genau, weil hier eben die 5 lang fährt. Und nur die dazugehörige Nachtlinie. Jetzt haben wir hier einen kleinen, ja, Abzweig, wo denn der Bus im Prinzip hält, ein bisschen abseits. Radeln am See. Wo ist denn der See? Ich würde auch gerne radeln am See. Da liegt wahrscheinlich der See, gell? Ich sehe nur die Freiflächen, genau, und ein bisschen was vom Wasser. So, oh, das sieht aber gut aus dem Bus raus. Das finde ich gut. Bisschen schulterblick, ansonsten kommst du halt auch gar nicht raus. Das wäre ein bisschen, wäre ein bisschen blöd. So, genau, da sehen wir auch gerade schon auf dem Schild. Wir fahren jetzt in Richtung Bahnhof. Boah, lass mich entziffern. Fudenitz. Kommt das hin? Das sind so Ortsnamen, die ich halt noch nie gehört habe. Das ist mal witzig. Achso, wir können es nochmal den netten Herrn hier aussprechen lassen. Gut, wir haben jetzt nicht so viele Ansagen. Harteln am See. Ja, also wir fahren noch ein bisschen Überland, bis wir da sind. Stand wahrscheinlich auch kilometermäßig dann da drauf, dass wir noch ein paar Kilometer hinter uns bringen müssen, bis wir dann halbwegs da sind. Genau, nur da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also, gut, ohne Fahrgäste müssen wir ein bisschen weniger aufpassen, ausschließlich auf dem Bus, aber ich denke, der wird das schon überleben. Ich meine, hier gibt es auch noch einen anderen Fahrzeugeinsatz, also von dem her werden wir nicht nur den Bus hier fahren, und wenn wir den da kaputt fahren, da haben wir bestimmt noch Alternativen. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Wir schaffen den ungefähr 80, gell? Das ist ja nicht der A20, der ein bisschen schneller ausgelegt ist, sondern eben der A21, die Stadtvariante. Gut, ich werde jetzt hier vielleicht sogar fast Überlandbus gefahren. Aber ist ja wurscht, ne? Hierfür gab es ja, wie gesagt, das Repaint, und das ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir das auch dazu benutzen. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben noch ein Stadion-Shuttle, steht auch noch drauf, genau. Und noch ein paar andere Linien, die jetzt noch nicht so auf der Karte sind. Heißt, es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, ich denke mal schon. Und ihr fahrt aber ein bisschen, können wir ein bisschen zulegen hier. Ich komme jetzt ja fast vor wie im City-Bus-Simulator, wo so ein bisschen so Überlandgeschwindigkeit eher so ist. Nennen wir es einfach mal so. Genau, die allererste neue Linie fertiggestellt. Linie 660. Ja gut, okay, da werden wir dann später ein bisschen was. Das sehen wir dann erst, wenn wir später haben. Hat mir geschaut, ob wir noch irgendwelche wichtigen Infos da rausziehen können. Ich denke mal, das meiste seht ihr dann im Thread, wenn er guckt. Oder hier, wenn er da aus dem Bus rausguckt. Ich denke, da sieht man auch ein bisschen was. Bin schon mal ein bisschen drüber geflogen. Hier werden wir zum kleinen Bereich abfahren, bis wir eben in Fudenitz sind. Wo recht viel hier so eng und so, ne? Also so ein bisschen, keine Ahnung, St. Ilsensee-mäßig, gerade mit den ganzen Nadelbäumen hier so recht eng. Straße ohne Markierung, aber später werden wir dann auch ein bisschen, ja, auf besser ausgebaute Straßen kommen, als das jetzt hier der Fall ist. Wenn wir denn irgendwann mal da hochkommen. Gut, also wir sind jetzt nicht das Problem. Es ist, glaube ich, jetzt eher hier der Rest der KI-Welt. Aber ja, das passt ja schon ganz gut. So, die Innenanzeige ist verbaut. Und eine eigene Sitztextur gibt es halt auch. Zur Map angepasst, zum Repaint angepasst. Ah jo, passt soweit eigentlich alles. Das haben wir auch schon 10 Minuten. Wahrscheinlich haben wir einen Teil auch verplappert am Anfang. Also soweit sind wir zwar nicht gekommen. Aber ich denke mal, das bekommen wir schon irgendwie halbwegs so rum. Ach, hier ist eine ganz enge Kurve. Gut, da werde ich mich dann vielleicht versuchen, ein bisschen zusammenzureißen, weil sonst wird das, ja, das wird eng, das ist dann nicht gut. Gesundheit. Das hat man eh gehört. Also kann ich aber Gesundheit sagen.
Schreibt alle mal 945 Gesundheit in den Chat. Nee, keine Ahnung. X-Chat in die Kommentare. Zum Beispiel mit Timecode. Nein, lasst das einfach. Wenn man es nicht gehört hat, dann tut es mir leid. Also ich habe nicht genießt. So. Bla bla blub. Also soweit haben wir es schon alles abgehakt. Hui. Aber hier ist ein bisschen... Hui. Hui. Bisschen dingsig verlegt. Hui, Bodenwellen und so. Ich glaube, wir können mal ein bisschen hier... Komm, machen wir mal den da ein bisschen. So, da ein bisschen. Ach, damit wir schön auch nichts sehen. Genau. Ach komm. Dann lass das einfach so. Dann haben wir hier den Sonnenrollo ein bisschen im Bild. Und ja, ich muss natürlich unbedingt morgens fahren, weil... Ja, das hat bestimmt seine Gründe. Gut, ich weiß noch gar nicht, warum ich hier zu langsam fahre. Wahrscheinlich wegen den Kurvenradien oder wegen der Maximalgeschwindigkeit von 50 auf dem Spline. Keine Ahnung, also vielleicht nochmal gucken, ob da 50 eingetragen sind. Und wenn nicht, wenn da was Schnelleres eingetragen ist, dann ist es halt wirklich die KI, die hier ein bisschen lang trottelt. Müsste man halt dann dementsprechend im Fahrplan ein bisschen anpassen, dass das hier nicht so eingetrödelt ist, dass es seinesgleichen sucht. Aber gut, dann... So ist es halt. Gerade ist im Berufsverkehr, ist bei uns halt ein bisschen mehr los. Dann haben wir dann nachmittags wahrscheinlich ein bisschen weniger, wenn dann da... Nee, nachmittags auch wieder nicht. Aber mittags und nachts. Dann wird hier weniger los. Dann gut, nicht arg viel schneller würde ich jetzt auch nicht fahren, wegen Fahrgäste, die eventuell stehen könnten nach drei Stationen. Gut, drei war es jetzt nicht, aber nach wenigen Stationen. Gut, aber die sind echt recht, sagen wir es mal, gemütlich unterwegs. Weiß jetzt auch gar nicht, was die Höchstgeschwindigkeit ist, aber das wird schon irgendwo stimmen. So, was hätten wir jetzt hier? Schrebergärten. Da, Schrebergärten, genau. Dann sehen wir auch schon, wir nähern uns jetzt auch schon dem, ja, der ersten Ortschaft nach Liestal. Also wir sind gerade aus Liestal rausgefahren, glaube ich zumindest. Wenn das nicht stimmt, dann tut es mir leid. Da vorne sehen wir jetzt eben die ersten Häuser von, Fudenitz, finde ich immer noch klasse. Der Name ist grandios. Hier wird es wirklich 30, gut. Dann dürft ihr auch wirklich mal legalerweise so langsam fahren. Nur das mit der Vorfahrtsstraße habt ihr noch nicht so verstanden. Ja, Verkehrsregeln, das wird alles noch, denke ich mal. Also gehe ich mal stark davon aus. Alles andere wäre auch ein bisschen schade. Also ich denke mal, ich gehe vielleicht auf das ein oder andere, wäre es... Ich soll langsamer reden. Ich glaube, ich gehe vielleicht auch mal auf das ein oder andere ein, was mir hier ein bisschen auffällt. Weil wegen... Ja, genau. Damit es noch ein bisschen seinen Sinn hat. Also gerade hier wie sowas. Wir haben da eine Vorfahrtsstraße. Schön mit Schild. Und die OMSI-KI so... Nee. Und da es ein Kreuzungsobjekt ist, sollte man da eigentlich ganz gut die Verkehrsregeln setzen können. Wenn die schon gesetzt sind, dann... Ja, tut es mir leid. Dann kann ich auch nichts mehr machen. Dann ist... Bin ich mit meinem Rad am Ende. Gut, also ein Rad ist... streng genommen nie wirklich zu Ende, weil das ja so kreisrund ist. Aber ja, nur wenn man es in Kreisform betrachtet, hört es nie auf. Aber wenn man es jetzt irgendwie mit dem Querdurchschnitt betrachtet, dann hört das Rad schon irgendwann mal auf. Also kann man auch mit seinem Rad am Ende sein. Oder wenn man es irgendwie 12 Jahre auf dem Bus hatte, seinen Reifen, dann ist das Rad auch immer mal zu Ende. Dann kann man damit auch nicht mehr fahren. Ein alter Güterbahnhof, genau. Dann kommen wir, wie gesagt, wenn wir Glück haben, genau gleich zum Bahnhof. Wo, wie ich meiner kleinen, hilfreichen Beschreibung entnehmen kann, eine Ampel noch nicht funktioniert. Das heißt, die dürften wir jetzt ignorieren, wenn da eine Ampel ist. Ist da eine Ampel? Da ist eine Ampel. Die zeigt aber nur nicht in unsere Richtung. Das heißt, die können wir... auch da müssen wir lang. Gut zu wissen, liebes Schild. Dann müssen wir jetzt hier irgendwo anhalten. Da haben wir noch ein paar andere Linien. Die 660, die wir nochmal schauen werden. Und ja, eben noch ein paar andere. Also das wäre jetzt ja der Bahnhof da. Irgendwo dürften bestimmt irgendwo die Gleise sein oder da drüben. Wie gesagt, hier der Bahnhof zum Busbahnhof. Oder wir dürfen wo dran vorbeifahren? Hier wahrscheinlich, gell? Ja, genau. Hier dran vorbei. Ach, das sind auch die Gleise. Das stimmt, das sind wir vorher drüber gefahren. Ich erinnere mich ganz dunkel. Obwohl es da noch gar nicht so dunkel war. Ich erinnere mich ganz dunkel dran. Jetzt haben wir hier auch was, was mir beim Drüberfliegen eigentlich recht positiv aufgefallen ist. Eine ja, Art Einbahnstraße. Ich hätte hier vielleicht noch so ein Rechts-Vorbeifahren-Schild dran gemacht, weil ich war eingangs etwas verwirrt. Muss ich jetzt da links oder rechts? Also klar, irgendwann wird einem klar, man fährt auf der rechten Spur, aber so ein... Es gibt einfach diese blauen nach rechts Pfeilteile, damit man das halt sieht.
Und genau, da fahren wir hier im Prinzip weiter unten eben eng und Einbahnstraße ist, fahren wir über eine zum Glück bestimmt nicht überdimensionierte Brücke. Da kann man ein bisschen runtergucken. Über das Wohngebiet, das hier eben ist. Das Wohngebiet von Fundenitz, das wird jetzt mein Lieblingswort. Wenn das irgendwo falsch steht, dann tut es mir leid. Oh, das Lidl, da gibt es gutes Brot. Bis 21 Uhr offen. Holla, da haben sie überhaupt was vorgenommen. So, da würden wir jetzt halten am Markt, wenn das eher nur ein Lidl-Markt ist. Vielleicht ist es aber mal Wochenmarkt. Ich gehe mal davon aus. Und hier haben wir jetzt genau einen Teil, wo wir ein bisschen ausschwenken können als Bus. Können wir ein bisschen ausnutzen. Gut, Solo-Bus, das klappt jetzt eigentlich soweit ganz gut. Mit anderen Bussen müssen wir mal gucken. Also 15 Meter wird wahrscheinlich eh eng hier generell. Und vielleicht auch nicht wirklich vonnöten. Also wie das jetzt ganze fahrgasttechnisch mäßig so wird, das weiß ich halt eben noch nicht, weil es halt noch keine Fahrpläne gibt. Aber ich denke mal, das wird sich einigermaßen in Grenzen halten, weil wir halt so kleine bis mittelgroße Ortschaften jetzt auf der Linie miteinander verbinden und die sind ja erfahrungsgemäß eher so, ja, ne, das war mittelmäßig besucht. Jetzt haben wir hier die Schulstraße. Oder hier im Prinzip die Schule. Also ich fahre jetzt wirklich mal den Schlenker, wie jetzt auch die 5 fahren würde. Der N12er würde geradeaus einfach durchfahren, ganz kurz, also so ein bisschen expressmäßig. Und die 5 hält halt hier an der Schule. Da haben wir dann auch eine Zwischenendhaltestelle für Schulbusse, Schrägstrich Kurzläufer. Mit Pausenplatz eben schon abseits der Schüler, damit wir die auch ja nicht, damit wir auch ja keine Schüler sehen muss, wenn man Pause hat, ne? Damit wir die schönen 20 Sekunden vor Abfahrt einladen kann, dass sie dann 3 Minuten nach Abfahrt dann alle drin sind und dann losfahren kann. Genau, so läuft der Hase meistens. Und dann hätten wir halt hier eben die Schule in beiden Richtungen. Finde ich aber echt ganz cool, das Konzept von dem Platz hier, also wo wir gerade drauf stehen, das finde ich eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Also so mit der Pausenplatzzeit, da kommt ja nichts ins Gehege. Gut, ob jetzt ein Gleis, genau, no bust up halt. Ja, wir fahren sofort. wo liegt denn eigentlich no bust stop? Keine Ahnung. Gut. Aber ob jetzt hier wirklich ein Bussteig ausreicht, ist ja die Frage. Weil ich halt nicht weiß, wobei hier fährt ja nur die 5 oder was fährt hier noch? Ach, noch ein extra Schulbus. Naja, gut. Von Nieberg reisen. Ja, für 2 Busse reicht das ja auch. Habe jetzt gedacht, wenn jetzt hier noch ein paar mehr Linien gefahren wären, hätte ich mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht, ob das mit einem Bussteig ausreicht. Also denke ich, passt das. Also links geht es dann nach Liestal, wo wir herkommen. Und wir fahren eben darum. So, Stopp haben wir jetzt gemacht. Und können einmal raus. Ja, gut. Ich kann das schon mit dem Bus fahren und nebenher ein bisschen... Nehmen wir ein bisschen gucken, was denn so noch interessant wäre zu erzählen. Ich mache das schon gut. Ich glaube, ich sollte Videos machen auf YouTube, wo ich Karten vorstelle. Ist eine gute Idee. Sollte ich mich mal bei Gelegenheit damit beschäftigen, sowas zu machen. Nee, es ist eine sehr gute Idee. Ich fühle mich sehr qualifiziert dazu.